Und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr wisst, was nun folgt, nachdem wir den Sturmpanzerwagen A7V, Entschuldigung, ich verwechsel das mal mit dem Panzerkampfwagen, fertig gebaut haben im vorletzten Video. Und bin ich jetzt mal dazu übergegangen, wieder ein Review-Video zu machen. Wir haben hier dieses wunderschöne Modell an der Front. Wir haben im Hintergrund einen ersten Weltkriegspanzer, den ich gerne noch hätte. Dann sehe ich da eine Fokker, den roten Baron und diverse Flugzeuge, die ich noch nicht habe. Aber egal. Einen wunderschönen deutschen Soldaten haben wir. Und den Hauptprotagonisten des Videos. Er kommt aus der World War One Series. In der Historical Collection. Die Seriennummer ist 2982. Es ist pet printed. Es hat 575 Teile und einen deutschen Soldaten. Es ist von Kobi, wie man es kennt, wie man es liebt. Und ich sage, wir drehen das Ding einfach mal um. Boing. Und gucken uns die Rückseite an. Hier sehen wir noch ein paar wunderschöne historische Aufnahmen. Welche Power Functions es hat. Zum Beispiel Luken, die auf und zu gehen. Schwenkbare Kanonentürmchen. MG-Geschütze, die immer wieder schwenkbar sind. Die Gesamtlänge mit 26,5 cm. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und ich habe meine Notizen vergessen, sehe ich gerade. Hier noch ein paar alte Fotos. So, und ich ziehe mal in Service von 17 bis 18, deutscher Panzer, bla bla bla, 30 Tonnen. Crew 18 bis 23 Leute, 15 km/h Maximalgeschwindigkeit, Reichweite 80 km/h, also hat sich fast gelohnt, und Total Production 20. Also wirklich nur 20 Stück. Hier German Empire Soldier, ganz wichtig. Geh beiseite, Karton, dich brauche ich gerade nicht. So. Stehe ich mal hier hin, ist besser. So. So, wir haben hier dieses kleine Heftchen. Es ist nichts Wildes, nichts Schlimmes, nichts strategisch Ungeiles. Es ist ein merkwürdiger Aufbau manchmal, aber ich wollte nur mal kurz gucken, wie viele Teile, wie viele Schritte waren das? 106? 106, genau. 106 Schritte. Dann haben wir hier nochmal Vorstellungen von den ersten Weltkriegsmodellen. Den haben wir. Den haben wir auch. Den wollte ich mir noch holen. Den haben wir. Und die Camel, weiß ich nicht, ob ich mir die irgendwann hole. Vielleicht. Man weiß es noch nicht. Das war die Anleitung. Nichts Weltwinges ab 8 Jahre. Würde ich sogar bestätigen. Es ist so, ja, ein bisschen fummelig. Aber jetzt kommen wir zum Hauptprotagonisten. Ihr hört ihn schon klacken. Dramatisch, wie er hier ins Bild fährt. Mega dramatisch. Und ja, wir zoomen mal rein. Wir haben diesen wunderschönen Klotz. Und den wichtigsten, den bösen guckenden deutschen Soldaten. Die 630 ist, wenn ich das jetzt richtig herleite, die Nummer von dem Panzer gewesen. Müsste. Ich bin mir nicht sicher. Angaben ohne Gewehr. Ich gucke gleich nochmal nach, weil ich eh meine Datenbank holen muss. Und ja. Pet printed, pet printed, pet printed. Hier hast du zwei Prints, die geteilt worden sind. Hier hast du nochmal Prints und die Front auch genau dasselbe. Zweimal geteiltes. Theoretisch das eiserne Kreuz. Nicht das. Das ist kein Balkenkreuz. Hier hast du noch einen Print. Hier hast du die Luke, die auf und zu geht. Dann hast du hier noch verstellbare Sachen. Die ganzen MGs sind verstellbar. Schwenkbare Kanonen. Ja. Jetzt hole ich kurz meine Notizen. Sekunde. So, da bin ich wieder. Und die, das war's, 630 auf der Pickelhaube ist doch nicht die Nummer des Panzers. Ich schätze mal einfach nur der Brigade. Ich habe keinen Dunst. Angaben ohne Gewehr, ihr wisst es wie immer. So, wir machen mal die Luke zu und begutachten das ganze schöne Modell. Also, ich mag das Modell, wie es aufzubauen war damals. Der ganze Unterbau hat mir gefallen, weil du daraus halt diesen Basic-Rahmen hast. Warte mal, vielleicht finde ich den nochmal in der Anleitung, weil ich habe den jetzt, ihr wisst, ich habe den richtig gefeiert, weil du daraus halt richtig cool Mocks bauen kannst. Wenn ich mich mir vorstelle, dass ich daraus den, wie heißt der? Lass mich lügen, das Monstrum entwickle oder herleite. Ja, das ist sehr cool. Okay, ich bin schon viel zu weit. Weil er passt einfach so gut dazu. Hier hast du jetzt mal so eine Seite, Ansicht von oben. Ja, du hast halt diese Ketten. Da hast du diesen Basic-Rahmen mit den ganzen Plates unten und den Bricks, die nach oben kommen, weil das Ding ist ja echt groß.
Und darauf kannst du halt dieses Monstrum aufbauen oder die Ratte. Das finde ich halt cool. Das ist so das Konzept, was ich eventuell auch bald umsetzen werde. Also das Innenleben ist cool, kann man das irgendwie... Nee, das ist ja alles versteift, ne? Da geht gar nichts mehr. Nee. Ja. Dann, Probleme beim Bau, ja. Das wisst ihr ja selber. Hatte ich mit den... welche waren das? Ich glaube die hier, mit den Ketten hier oben, mit den Laufrollen hier oben. Weil die nur mit Plates eine ganze Zeit lang befestigt sind. Also einfach nur so 4x4 Plates. Brechen die dauernd ab, wenn du ein bisschen Druck drauf bringst, weil die haben keinen Widerstand. Erst wenn du hier diese Versteifung von der Front und vom Heck hast, wird das einigermaßen stabil. Aber bis dahin musst du erstmal warten. Das Ding ist auch ordentlich schwer. Ich habe mir noch keine Waage geholt. Fällt mir gerade drauf. Entschuldigung, musste einmal husten. Und ja, an sich, schönes Modell. Sehr klotzig, aber ich glaube, das war bewusst. Ich werde das Video auch wahrscheinlich irgendwas mit Klotz nennen. Hat Spaß gemacht, war ein komplett anderes Aufbaukonzept, als wir es bisher gemacht haben. Du hast halt erst dieses Innenleben, wie bei jedem anderen Panzer gehabt, dann hast du die Seitenverkleidungen gehabt und dann hast du diese Stülpsequenzen gehabt, wo du Front und Deckel links und rechts jeweils gebaut hast. Das fand ich sehr interessant. Und dann zum Schluss baust du den Turm drauf. Okay. Hat Spaß gemacht, der Bau. Was ist denn hier? Okay. Von wegen stabil. Aber jetzt kann man es nochmal sehen. Okay, das ist okay. So. Hier, das meine ich. Du hast halt hier Ketten und hier hast du das ganze Innenleben. Fokus. Auf diesem Innenleben kannst du halt richtig gut, richtig große Trümmer aufbauen, weil es bietet sich an. Und ich glaube, die Ratte hat halt so eine 4er oder 6er Konstruktion von diesen Fahrwerken unten. Muss ich nur gucken, wie ich dich wieder dran kriege, ohne dass hier irgendwas kaputt geht. Mach das mal kurz. Oder ich versuch's zumindest. Bin gespannt. Er hält nicht. Okay, das ist gut. Jetzt ist mir der ganze Deckel abgefallen. Super. Herrlich. Das mag ich ja, wenn das passiert. Das gibt Schöneres, ne? So, komm jetzt dran da. So. Live-Reparatur. Selbst wenn es jetzt nichts wird, ist auch egal. Aber es muss eigentlich was werden. Nö. Lass mal so. Nicht mehr anfassen. Er fährt. Passt. So, jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Sachen. Zum Beispiel die Abmessung. Ich muss das mal offscreen reparieren, weil das ist jetzt wieder zu aufwendig. Und darauf hätte ich jetzt keinen Bock. So, laut Kobi 26,5 cm Länge. Da war eine Kaffeetasse. Okay. Habt aber sparsam gemessen, Kobi. Was ist da los? Ich komme auf gute 28 cm. Da waren sie halt echt sparsam. Höhe haben wir ja so 11,3, wenn man die Luken zu hat. Und eine Breite von, ich mal die untere Kante, weil die so konisch ist. Ja, 10,5 ungefähr. Also ein ordentlicher Brocken habt ihr da, wenn ihr den kauft. Für, ja, was heißt jetzt halt? Um die 30 Euro, das sollte nicht passieren, das ist blöd, dass das jetzt immer wieder passieren wird. Das ist doof. Einfach drauf bleiben. So, halt. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt kommen wir aber zu den raffinierten historischen Werten, die ich rausrecherchiert habe, weil es war so viel Text, das glaubt ihr gar nicht. Also, der Sturmpanzerwagen A7V war der erste deutsche Panzer in Serienfertigung. Ja, das ja im Ersten Weltkrieg. Es gab 20 Stück, haben wir ja schon geklärt. Und das A7V steht für Abteilung 7 Verkehrswesen, weil die oberste Heeresleitung gefordert hat, nachdem der Tank Mark 1 gegen die Deutschen vorgegangen ist, auch Panzer haben zu wollen. Wie dem auch sei, im Januar 17 haben sie dann den Prototypen von diesem Trümmer hier vorgestellt und ab Ende Januar wurden 100 Stück beauftragt. 10 gepanzert, 90 ungepanzert, einfach nur als Überlandwagen, der Nachschub liefern sollte. Haben sie probiert mit Holzgestell und bla bla bla, hat nicht funktioniert, dann haben sie auf 20 reduziert, die ganze Gedönse, ne? So, dann technisch legte er die Grundsteine für heutige Panzertechnologien. Er war
Er hatte als erster Panzer ein Federfahrwerk, was halt deutlich geländefähiger ist als das Ding vom Tank Mark 1. Den seht ihr gerade gar nicht, der steht hier neben mir. Schutz der Laufrollen war auch das erste, der erste Panzer, der das geschafft hat. Dann hatte er dicke Panzerungen, aber da kommen wir gleich zu den Nachteilen, weil die Sicht wurde dadurch sehr beeinträchtigt. Was? Ja, die Ketten haben immer wieder blockiert, wenn du über Stacheldraht und sonst was gefahren bist, weil halt diese Sicherung der Laufrollen nicht viel Platz geboten hat. Dann hat er allgemein sehr viele technische Probleme mit Überhitzung und Pipapo, weil das da drinnen durch die dicke Panzerung, die Flammenwerfer abhalten sollte und Pipapo, Granatenbeschuss und alles Mögliche da drin sehr, sehr warm werden lassen hat. Also wirklich Hitzeprobleme hatten sie immens da drinnen. Und er konnte halt nur 2 Meter Graben überwinden, sonst wäre er umgekippt. So, noch bevor der erste Einsatz stattfinden konnte, konnten 2 von den 20 fertigen Panzern nicht an die Front geschickt werden, weil sie technische Probleme hatte. Kolben ist geplatzt und irgendwas anderes war noch. Die 18 Verbleibenden wiesen im ersten Gefecht extrem viele Probleme auf. Die kippten um, die hatten technische Probleme, überhitzten, wurden zerstört und sonstigen Krack. Ne? Aber das Ziel, was die Deutschen hatten, ein Weitstück erobern, wurde erreicht. Immerhin. Trotzdem hat der Panzer 1917, 1918 nichts reißen können, weil er nur 20 Stück existiert hat und das ganze 50 Tage im Einsatz war. Nach dem Krieg wurde er dann als Beutepanzer, also die restlichen von den Amis, von den Briten, von den Russen, von allen gemopst. Verkauf, pipapo, ne? Und ein Deutscher, ein Panzer wurde 87 rekonstruiert vom Verteidigungsministerium, glaube ich, oder Militär, bla bla bla, irgendwas. Das ist nur so am Rande gelesen und da waren halt 20 Firmen beteiligt und die haben einen rekonstruiert quasi. Finde ich cool, einfach nur so als Gimmick. Ja, habe ich schon gesagt, dass die schlicht viel zu wenig waren und viel zu spät kamen. Sonst hätten sie vielleicht mehr reißen können, aber die waren halt auch zahlenmäßig extrem unterlegen. Wenn du mal überlegst, dass der Tankmark mehrere hundert Stück hatte und der hier nicht. Ne? So, jetzt stelle ich mal den Tankmark daneben, damit ihr mal so einen Relationsvergleich habt. Rauszoomen. So, sie sind ähnlich groß. Das kannst du sehen. Ach, das nervt mich gerade, dass das dauernd passiert jetzt. Weil ich da nicht runterkomme. Warte mal, ich versuche das gerade irgendwie zu hebeln. Richten, bis gleich. So, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Das ist kein Spielmodell, wirklich nein. Also wenn euch das hier abfällt, dann fällt euch das ab. Wenn ihr das wieder montieren wollt, dann kriegt ihr das unten nicht eingehakt, dann bricht da wieder was weg. Oh, das ist ungeil, möchte ich sagen. Also stellt es euch in die Vitrine, beide schön nebeneinander. Beide haben sich kaputt gemacht, haben die auch beide irgendwie dieselbe Länge. Gut, der Tank Mark 1, ja doch, die kommt sehr nah aneinander ran. Vielleicht 2 cm Unterschied. Wenn ich jetzt die Kanonen und die MGs mit berücksichtige. Ja, ist 1 cm mehr. Also die kannst du super zusammen hinstellen. Die haben ja auch gegeneinander gekämpft. Die haben sich fertig gemacht. Die mochten sich nicht. Die haben sogar auf derselben Seite gekämpft, weil die Deutschen haben ja wohl einige Tank Mark 1 erobert, habe ich gelesen. Und so konnten sie die auch benutzen. So. Jetzt noch wichtige Sachen. Das Ding ist im Original, also das Original, der Originalpanzer war 7,35 Meter lang und bei dem, was wir gerade gemessen haben, oder laut Kobi 26,5 cm, macht das einen Maßstab von 1 zu 26. Ich weiß, das ist wichtig für euch. So, 4 Arbeitsschritte war das, glaube ich, und für 25-30 € kann man den halt gut mitnehmen. Ne? 557 Teile ist ein bisschen. 75 Teile ist ein bisschen wenig, finde ich. Für den Preis ist das eigentlich nicht zu wenig. Ist okay, kann man machen. Ich war gerade ganz woanders. Du hast einen angry guckenden deutschen Soldaten, der ist bewaffnet mit Bajonett und Gewehr, wie man es kennt, wie man es liebt. Und ja, ich
glaube, also keine großen Macken habe ich gesehen, nur die Konstruktion ist halt nicht sehr stabil. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Wir stellen ihn jetzt mal so hin, wie er theoretisch gewesen wäre. Ich glaube, der müsste noch ein weiter rein. Irgendwie geht das? Ich weiß gar nicht. Ah ne, den habe ich ein zu weit rausgestellt. Okay, ist egal. Beachtet diesen Fehler nicht. Normal wäre der nicht da. Normal wäre der weiter eingefügt. Aber ich möchte jetzt nicht halb auseinandernehmen. So. So steht den beide sehr schön nebeneinander. Du kannst halt ein wunderschönes Display machen, wo alles dabei ist. Ich werde sie mir halt nur in die Vitrine stellen. Einfach nur, weil sie beide zusammen echt cool sind. Auch wenn er sehr klotzig ist. Also ist wirklich ein richtig heftiger Klotz. Er wird auch irgendwas mit Klotz genannt werden bei mir im Video. Ich weiß es noch nicht. Wie, aber es wird so werden. Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Es war ein bisschen chaotisch, weil vieles abgefallen ist von ihm. Also wirklich kein Spielmodell. Ich empfehle es euch nicht. Vitrinenmodell, ja. Displaymodell, okay, aber kein Spielmodell. Merkt euch das, bitte. Bitte, bitte, bitte. Weil das fällt ab. Hier, ihr seht schon wieder, dass der hier halb lose ist. Und den kriegst du halt auch nicht dran gedrückt, weil sich die Substanzen gegenseitig blockieren. Du hast entweder den drauf, dann kannst du den nicht mehr anbringen, oder du baust erst den fest, setzt den wieder drauf, dann fällt der aber wieder ab, weil du hier unten gegenhalten musst, weil da die Plates sitzen, die sonst so sind. Also es ist alles ein Hin und Her. Ich versuche das jetzt nochmal irgendwie offscreen zu reparieren, aber davon werdet ihr nicht viel mitbekommen. Und ja, ich laber schon wieder viel zu viel. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Das Modell ist cool, wenn ihr einen Klotz haben wollt, der historisch gesehen viel wert ist, weil es der erste deutsche Panzer in Serienproduktion war. Kauft ihn euch, wenn ihr eine Vitrine machen wollt, wenn ihr ein Display machen wollt. Definitive Kaufempfehlung. Kein Spielmodell. Schade, schade. Stabilität ist halt nicht gewährleistet groß. Es fällt immer wieder was ab. Du hast halt Punkte, wo du gut greifen kannst. Zum Beispiel hier. Weil da die ganzen Punkte aufeinander kommen. Aber wenn du hier vorne irgendwo rumhantierst, ist es vorbei. Habt ihr ja gesehen. Ich hätte nicht dran ziehen dürfen oder sonst was. Mein Fehler. Versuch es zu richten. Mal schauen. Ja. Kauft ihn. Er hat Spaß gemacht. Hat mich überrascht beim Bau. Komplett überrascht. Also wirklich. Sehr interessante Bautechnik. Wie man es von Kobi erwartet. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein. Danke für den Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Gerne kommentieren, abonnieren und liken. Und dann, ja, habt einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Kauft Kobi-Modelle. Und dann haben wir alle eine schöne Zeit zusammen. Tschüss.